Jo Leute, was geht? Ich sitze hier neben meinem guten Kumpel Stutzi. Hi. In meinem Wald tatsächlich und wir werden uns heute messen. Wir haben ganze 6 Survival Challenges vor uns, die uns nacheinander präsentiert werden. Wir haben neben der Handykamera, die ich immer mit am Start habe, um euch da quasi mitzunehmen, auch 2 tolle, wunderbare Kameramänner mit am Start, die uns verfolgen, die euch ein gutes Bild bieten, was wir hier tun. Stutzi, hast du Bock? Wir haben ja schon so ein paar Sachen zusammen gemacht. Ja, ich habe sehr Bock. Vor allem, wir haben schon irgendwie seit 300 Jahren darüber immer mal gefachsimpelt, wie cool wäre es, wenn wir zweimal zusammen ein Format hätten, was so ja, einer Spielshow ähnelt. Ja. Und ja, nach vielen Jahren wird es dann jetzt doch durch Kaufland, da nochmal vielen, vielen Dank, Realität. Ich habe deshalb Bock, weil wir ja in den Challenges nicht nur gegeneinander antreten und wir uns gegenseitig verletzen können und den Dingen nachgehen, die wir immer gerne tun zusammen. Sondern heute geht es auch ums Kochen und ich behaupte ja schon immer und über 1000 Jahre, dass Fabio einfach der schlechteste Koch der Welt ist und dass wir es heute dann auch einmal live und in Farbe zu sehen bekommen. Denn in den 6 Challenges geht es ja heute darum, dass wir Lebensmittel uns erspielen und daraus nachher hier im Wald, ja, uns ein vorzügliches Outdoor-Gericht kochen dürfen. Ah, aber ich sehe so, schon, jetzt geht's los. Wir bekommen hier die erste Challenge. Und zwar, hier steht ins Nass. Ins Nass. Also ich weiß hier, bei meinem Wald gibt es einen Bach, den man jetzt hier durch das Gestrüpp nicht sieht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden, was wir tun müssen oder finden können oder was aber auch immer. Lass mich mal gerade lesen da unten. Ah ne, darf ich gar nicht lesen bestimmt, ne? Oder darf ich Regeln lesen? Stehen unten Regeln? Ja, doch, du darfst lesen. Darf ich die lesen? Ja, du darfst oder dürfen wir sie nicht lesen, die da unten stehen? Da stehen Regeln, oder? Nein, nicht lesen. Okay, wir dürfen sie nicht lesen. Okay. Es wäre zu einfach gewesen. Das ist alles hier. Gibt es da einen guten Weg hin? Also da ist überall Bach. Also ich würde jetzt einfach mal Richtung Bach mich durchschlagen. Also du kannst ja, ich weiß auch gerade nicht, ob wir hier, ich würde jetzt einfach mal hier schauen. Guck mal, ins Nass, schlechter Mensch. Halt mich ein bisschen. So, hier wird's doch nass. Also wir wissen ja, dass wir Zutaten finden müssen, ne? Ja. Oder erspielen können, wie auch immer. Also schätze ich mal, dass es von Vorteil wäre, hier irgendwo fündig zu werden. Weil ohne Zutaten können wir heute auf jeden Fall nicht kochen. Oh, hier, guck mal, hier ist schöner Morast. Aber auch hier schon mal wieder Props an jeden Kameramann, der hier wieder durch darf. Mensch, das erinnert mich ein wenig an Kanada. Da war nur der Fluss breiter und reißender. Das Ding ist, ne? Meinst du das nicht? Boah. Lass das. Das Ding ist, die große Frage ist ja nachher, ne? Ja. Sehen wir das direkt oder musst du da noch drin wühlen in dem Schlamm? Also ich möchte, dass du auf jeden Fall wühlen musst. Ich finde ja immer, ne, das ist ja eigentlich so das Bescheuerste, was man immer machen kann. Ne? Auf diese Dinger treten, ne, die brechen gleich eh wieder zusammen. Hast du dir irgendwas gebrochen? Fuck you, fuck you. Bleib du auf deiner Seite, ich bleib auf meiner. Oh Mann. Also Stutzi. Was? Ich sag dir eins. Wer zuerst das findet, kann es behalten. Okay. Das ist. Oh fuck!
Wer zuerst findet, darf's behalten. Boah, das ist ja tatsächlich so schwierig wie unter echten Survival-Bedingungen. Da sucht man auch mal mehrere Stunden nach Essen. Vor allem, wir haben keinerlei Hinweise, wie das Ganze versteckt ist, wie es aussieht. Da wurde auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Weißt du, du kannst ja nicht mal in das Wasser reingucken. Stutzi, ja? Ich könnte mir vorstellen, aufgrund von Kaufland, dass das Ganze ja passend zum Logo rot ist. Das würde uns natürlich in die Karten spielen, aber ich sehe dennoch nichts Rotes. Nee. Aber hier kommen schon diese Durchschlageübungen-Vibe auf, oder? Es ist schon auf jeden Fall ähnlich wie du mal da drüben. Ja, ja. Sollen wir Hand in Hand gehen? Ja, komm, lass uns Hand in Hand gehen. Und auf. Wow. Warum läufst du so? Yes! Nein! Da ist das Ding! Verdammt! Das gibt's doch nicht! Das ist persönlich. Yes! Okay. Yes! Schau mal rein, Schütze. Hoffentlich ist es keine leckere Zutat, ich bin gespannt. Das ist jetzt so die Zutat, die jeder haben will. Geh weg. Ist leer. Ist leer? Fuck! Was eine Scheiße! Okay. Was? Das war tatsächlich eine Falle. Wie mies seid ihr eigentlich? Okay. Jetzt wissen wir ja immerhin schon mal, wie es aussieht. Aber vielleicht sieht das andere auch anders aus, Stutzi. Blitte? Vielleicht sieht das andere ja auch anders aus. Ja. Also ich würde gerade da oben lang gehen. Vielleicht ein bisschen schneller zu sein, weil da wird es sehr dicht. Fuck! Also wasserdichte Schuhe sind hier schon Gold wert. Wo geht er hin? So, der Bach verläuft hier unten. Komm, dem flüstert doch irgendeiner was. Das kann doch gar nicht wahr sein. Noch da hinten. Hat keiner gesehen, oder? Sehr gut. Okay. Wow. Ich sehe da was. Geht das so weit? Verdammt, Hacke. Ich möchte aber, dass er sieht, und ich dennoch schneller bin. Stutzi! Hast du's? Noch habe ich's nicht, nein. Ah, das ist doch hier wieder... Ja. Beeil dich doch mal, Stutzi. Ja. Willst du einfach nicht gewinnen? Ja. Ja, genau. Oh. 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 Oha. Oha. Mensch. Da habe ich es ja noch im letzten Moment gesehen, Stutzi. Oh, das ist doch gar nicht so schwer. Richtig schwer. Komm, wir gucken gemeinsam rein. Uiuiuiui. Guck mal, da kann ich ja schon was Feines machen. Schade, dass du nichts abhaben wolltest. Ja, genau. Ja, nice. Ich würde sagen, das ist doch alles. Das kann man doch schon was machen. Da wird man satt von ein paar Kartoffeln, schön Kohlenhydrate, ein bisschen Vitamins hier von den Tomaten. Ja, mir geht's gut später, Stutzi. Ja, was würdest du denn jetzt zum Beispiel aus hier sowas machen? Würdest du die dünsten, würdest du die braten? Ja, das Ding ist ja, du hast ja, ne, was haben wir dabei? Ne, du hast ja immer eine Bratpfanne dabei. Stimmt. Immer eine Bratpfanne. Ja. Also von daher, ich bin ja so der Typ Kartoffelstampf. Kartoffelstampf? Ja. Du magst so Brei, Kartoffelbrei? Ja. Okay. Ja. Mit Butter normalerweise drin, verfeinert? Ja. Ja? Ja. Okay. Das finde ich immer ganz nice.
Also so gut bürgerliche Küche. Ja, ich finde, ne, wenn du so ein paar Kräuter noch drin hast, ich finde das immer angenehmer, als wenn, weil ich esse auch manchmal gerne schnell, ne, und wenn du so die direkt rausholst, ne, und so eine heiße Kartoffel in den Mund steckst, ne, und hast du so 28 Mal den Gaumen schon verbrannt, dann, und das andere ist halt so, das kannst du halt auch genüsslich essen, da musst du nicht aufpassen, ob du das aufpiekst, aufpieksen und so, bei dem Brei kannst du einfach, ne? Ja. Mensch, festkochen. Kartoffelzwerge. Ja. Gut, ne, das ist halt dann nichts für Brei so. Ja. Warum ist das nichts für Brei? Ja, es gibt mehlig kochen. Ah, echt? Ich habe mich immer gefragt, was ist der Unterschied zwischen Festkochen und mehlig kochen? Ja, und dann gibt es noch halb und halb, glaube ich. Ne? Und dann, okay. Aber das, die mehlig kochen kannst du dann nehmen zum Stampfen. Ne? Und die bleiben halt richtig hart. Ja. Das ist dann besser so. Die kannst du ja so im Prinzip im Feuer einfach garen. Ja. Ne? Ich bin auf jeden Fall, das mache ich sehr gern tatsächlich mit meinen Kids. Die lieben Kartoffeln im Feuer. Feuer im Garten machen, dann Aluminiumfolie drum und dann das Ganze garen und dann mit Butter nachher bestreichen. Ja. Das finde ich immer. Salz darf noch dran? Oder? Ich bin tatsächlich nicht so der Salzfan, muss ich sagen. Also ich salze sehr wenig, ja. Das ist ja, weil Salz ist ja schon so brutaler Geschmacksträger. Ne? Guck mal hier. Was schaust du? Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht irgendwo noch Hinweise. Ich meine, wir haben ja heute noch genug Challenges, ob wir hier schon irgendwas sehen, was wir heute hier noch vorne, so machen müssen. Hier vorne bin ich an was vorbeigerannt eben. Wo? Hier, am Baum. Ah, ich sehe es, ja. Das könnte schon. Ich habe auch eben entdeckt, ne, da werden noch 800 Wildkameras auf jeden Fall zu finden sein. Ja. Ja, schau. Das hier ist auf jeden Fall schon vielversprechend. Jetzt Zielscheibe. Ja. Die merken wir uns einfach mal für später. Ja. Und was wird's? Axtwerfen. Axtwerfen wäre cool. Ja, wir schauen. Wir merken es uns. Ja.